Okay, weiter geht's. Was sagst du uns denn eigentlich zu diesen Trümmern hier? Das Fluggerät scheint nicht mehr ganz flugfähig zu sein. Was du nicht sagst, kannst du irgendwas damit machen? Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Okay, ist irgendwas mit deinem Bremsspur zu sagen? Schiere Verwüstung. So hat mich Papa früher auch manchmal genannt. Er weiß, wie du unter der Kutte aussiehst. Mit bloßen Händen kann ich hier nichts ausrichten. Das heißt, du brauchst noch irgendwas. Die kleine Dose wahrscheinlich nicht. Die Aussicht? Die Welt wird immer dunkler. Vielleicht wird es einfach nur Nacht? Nein, dort wartet Conroy darauf, mich umzubringen. Okay. Wir brauchen hier irgendwas für die Bremsspur. Mit bloßen Händen kann sie ja jetzt ausrichten. Das ist immer noch da. Hier ist die trockene Stelle, okay. Das Schild. Kannst du irgendwas mit dem Moor selbst machen? Ja, das ist definitiv Moor. Ach, warte mal, wir können doch... Man kann durch dieses Moorwasser keine 2 Zentimeter gucken. Ja, typisch Moorwasser. Wir können doch bestimmt ein bisschen was Moorwassertechnisches hier in diese Dose reinfüllen und das dann auf diese trockene Stelle aufbringen oder so. Wow, dann hätte ich einen ganzen Tropfen Moorwasser für mich alleine. Damit könnte ich eine winzige Pfütze machen und darin etwas sehr Kleines versenken. Nein, ernsthaft, was soll ich damit? Na, für seine trockene Stelle. Willst du vielleicht die Dose hier draufpacken? Keine gute Idee. Okay. Kannst du damit irgendwas machen überhaupt? Nein. Okay. Na, jetzt wird es also interessant. Kannst du mir den Schild, kannst das Schild abnehmen? Wie stellst du dir das vor? Okay, kannst du das Schild abnehmen? Das kann ich nicht verwenden. Warum nicht? Für die komischen, für die Bremsspur vielleicht? Trümmer. Zum Baumhaus? Nein, das will ich ehrlich gesagt noch nicht. Stelle im Moor. Der Schrof meinte, hier soll eine Brille versunken sein. Ich frag mich, was sich in den Untiefen dieses Moors noch so versteckt. Finden wir es doch mal raus, indem du reingreifst. Ich soll also mit bloßen Händen in dieses dreckige, stinkende Moor greifen und herumwühlen, bis ich was gefunden habe. Das war der Plan, tolle ja? Idee. Die Antwort lautet, nein. Mist, ich lass mich raten, die kleine Dosis euch an dieser Stelle im Moor anzuwenden. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Okay. Die Sprüche von ihr gefallen mir tatsächlich besser als die von Robert. Ach, kann ich was von Hilfe, vom Schilf abnehmen bestimmt. Was für eine idiotische Pflanze. Vollkommen hohl. Nimm mal was mit. Und rühr mit dem Schilf rum ein bisschen drin rum. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schrof gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Ha. Was will ich denn... Kann ich das Schild lesen? Auf Körperteile ist selbst Acht zu geben. Für verlorene Gliedmaßen wird keine Haftung übernommen. Okay, kannst du das Schilfrohr vielleicht damit anwenden? Aber mit dem anderen Rohr meine ich, oder nicht mit dem... Ist das etwa ein Schilfrohr? Entschuldigung, verklickt. Oh mein Gott! Gehen Sie weg damit! Du hast Angst vor einem Schilfrohr? Das ist nicht lustig! So haben wir Johnny verloren. Und er leckte sich die Augen. Wir haben Johnny verloren mit dem Schild durch den Schilfrohr. Ich muss noch mal was fragen. Muss das sein? Hey, das hier macht mir genauso wenig Spaß. Okay, du sprichst also nicht an, dann nicht. Reicht. Ich gehe jetzt. Ach, Sie kommen wieder. Glauben Sie nicht, dass ich die Knisper... Ja, das hatten wir schon mal. Lass mal das Schilfrohr auf diese Bremsspur anwenden. Ich weiß nicht genau, was das bezwecken soll. Nein, das bringt nichts. Oder auf die Trümmer, vielleicht kann man das irgendwie modifizieren damit. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Ja, noch nicht, nein. Warte mal, Schilfrohr, trockene Stelle, Schrof, haben wir noch irgendwas, was wir machen? Warte mal, vielleicht können wir mit dem Schilfrohr ja irgendwas erreichen beim Baumhaus. Den Pfeil möglicherweise. Mach mal so. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Oder vielleicht hier diesen Typ hier mit dem Brustbeutel, der Mütze. Nein, das bringt nichts. Die Mütze vielleicht? Nein, das bringt nichts. Und dann bin ich genauso weit wie vorher. Kannst du vielleicht mal betrachten? Und was sollte dann passieren? Ich meine betrachten, Entschuldigung. Ein Schilfrohr. Es ist hohl. Okay. Kannst du das Ding mal aufmachen? Keine Chili-Drops mehr drin. Ach ja, vielleicht das da? Ja, nein. Aber du könntest doch vielleicht, guck mal, hier die ein paar davon einfangen. Netter Einfall. Ah, gut. Den Pfeil kannst du auch nicht mitnehmen, oder? Er steckt zu fest. Er steckt zu fest. Wir brauchen vielleicht irgendwas, um es zu lösen. Aber wir können es nicht lösen mit der Chili-Dose, auch nicht mit dem Schilfrohr. Schreiameisennest, Brustbeutel. Okay. Der Baum selber, was ist denn damit?
Das scheint mir ein Baum zu sein. Die Form und die Farbe lassen keine andere Schlussfolgerung zu. In der Tat, aber was kannst du damit machen? Um dort hochzukommen, bräuchte ich Hilfsmittel. Wie zum Beispiel dieses hervorragende Schilfrohr. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Ja gut, versuch was mal wert, nicht wahr? Du brauchst Hilfsmittel, wie zum Beispiel diesen Pfeil da. Zum Waldrand erstmal gehen. So, aber wir sind noch nicht wesentlich weiter gekommen. Jetzt gerade Baum, ein weiteres Schild, was steht denn da? Fallen sind Eigentum des Eremiten. Eltern haften für ihre Kinder. Wir werden schon nichts mitnehmen. Du kannst nichts damit machen, oder? Du kannst die Brille zwar tasten, aber du kommst nicht weiter damit. Ja, ich kann die Brille ertasten. Genau wie der Schroff gesagt hat. Aber ich kann sie damit nicht herausziehen. Ich wette, wir müssen das, den Pfeil mit dem Schilfrohr verwenden und damit so eine Art Widerhaken, also das Ding so ein bisschen rausziehen. Aber wir müssen noch irgendwie den Pfeil erst ein bisschen lose bekommen. Da müsst ihr erst mal kurz wissen, wie ich das bitte machen soll. Und du kannst nicht die kleine Dose mit der Bremsspur verwenden. Vielleicht ist da ein bisschen Schlamm, was du in das Pfeilloch reinpacken kannst, um das keine zu schmieren. Gute Idee. Aber das ist ja, wie gesagt, keine gute Idee. Ja, im Prinzip haben wir nicht mehr viel zu tun. Kannst du das Schilfrohr auf die trockene Stelle anwenden? Hey, nicht kratzen! Nochmal? Hey, nicht kratzen! Ach, das geht offenbar. Kannst du das hier noch ansprechen? Ich muss dich nochmal was... Ja, ja. Bla, bla, bla. Und wir haben keine neue Gesprächsoption. Kannst du vielleicht die trockene Stelle mal etwas neuer angucken? Etwas genauer angucken, meine ich. Ich kenne mich ja nicht so sehr mit Hautkrankheiten aus. Aber das sieht aus, als sollte man etwas draufschmieren. Okay, was ist eigentlich mit der Bremsspur los? Schiere Verwüstung. So hat mich Papa früher auch manchmal genannt. Und, ja, mit den Trümmern können wir jetzt mal anfangen. Ja, Moor, trockene Stelle. Also, kannst du nicht einfach ein bisschen was rausnehmen? Wow. Nein. Nein. Oder kann man dich vielleicht damit gieksen? Ach, nee, das ist wieder nur Angst. Ja, 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 okay. Du hast Angst. Bla, 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 gut. So, mit dem Schild. Kannst du das Schild mitnehmen vielleicht? Das kann ich nicht verwenden. Mist. Schild, bla. Stelle im Moor. Okay, ich kann eigentlich nichts hier machen. Ich habe, glaube ich, ziemlich alles versucht. Gehen wir also wieder zum Baumhaus und wir müssen, glaube ich, nochmal den Robert ansprechen. Oder dich ansprechen. Wenn ich rankommen könnte, würde schon ein kleiner Schubser genügen. Ja, guck mal, das sind Schreiameisen. Schreiameisen können vielleicht da rein. Wenn ich jetzt irgendwie so rüberpusten würde, so eine Schreiameise, das wäre doch was. Aber, eins am anderen. Robert! Robert, wenn du mich hören kannst, gib mir ein geheimes Zeichen. Okay, wie ist denn das geheime Zeichen? Gut, das dazu. Oh! Oh! Junge, wenn ich jemanden zum Reden haben wollte, hätte ich mir einen Papageien gefangen. Laura, tu was. Es tut mir leid, ich dachte eigentlich, das Seil reißt. Und dann was? Ich wäre einfach runtergefallen. Ja, aber du wärst doch in dem weichen Sumpf gelandet. Stimmt. Und wieder diese grüne Bildschirm, aber egal. Ja, wunderbar. Wir haben jetzt den Haken. Also wir können gleich den Haken nehmen zumindest. Der gerade runtergefallen ist. Hast du keinen Respekt vor einem Windbrunnenwächter? Und, Quatsch, nee, runter will ich. Wo ist der Haken? Den Haken kann ich bestimmt irgendwie, genau. Da ist der Haken, gleich mal nehmen. Den Haken kombinieren wir mit diesem Schilfrohr. Wunderbar. Und der Schilfrohr mit das Schilfrohr mit dem Haken verwenden wir mit der Stelle im Sumpf. Moor, ist auch das Gleiche. Ha, hab ich dich. Wow, da hat jemand offenbar zwei dicke Lupen zusammengeschraubt. Okay, mit dieser Brille kann ich bestimmt Dinge machen. Was will ich eigentlich mit der komischen Brille? Betrachte sie mal. Sieht aus, als hätte jemand zwei Lupen zusammengeschraubt. Okay, und was machen? Ich brauche keine Brille. Kann man die vielleicht geben? Brauchen Sie das noch? Kann sein. Dann würde ich das lassen. Okay, kann man dich vielleicht auf die Brille ansprechen?
Ich muss dich noch mal was fragen. Bla bla bla. Das kann man leider nicht. Mir reicht's. Nachglauben. Wow. Ja, gut. Was kann ich mit der Brille denn bitte machen? Ernsthaft? Ja, ich hab's mindestens versucht. Achso, kann ich vielleicht die Aussicht besser bewundern damit? Nein, das bringt nichts. Schade. Okay, trockene Stelle mit der Brille ist auch. Gäbe für mich jetzt gar keinen Sinn auf dem Gestein. Geh nochmal zurück zum Baumhaus. Wir könnten versuchen, die Brille auf ihn anzuwenden, aus irgendeinem Grund. Super Idee. Dann wird er mich bestimmt mögen. Wir können Freunde werden, zusammen kochen und uns alle unsere Geheimnisse erzählen. Bei einer dieser Gelegenheiten könnte ich ihm dann Gift ins Essen schmuggeln und hätte damit die Chance, Flötennase zu befreien. Brillanter Plan. Und während der ganzen Zeit werde ich mich dann fragen, warum ich den Typen nicht einfach von seinem Baumhaus geschubst habe. Weil du nicht die einfachen Lösungswege magst. Aber wir haben jetzt immer noch dieses Schiff mit Horkel gerade so auf. Können wir damit irgendwas machen? Irgendwas erreichen von den drei Dingen? Gutes Beispiel von... Bringt nichts. Okay, dann den Beutel da oben. Nicht rumblödeln, ich muss die Welt retten. Also so abwegig war es auch wieder nicht. Oder diese Mütze. Netter Einfall. Okay, oder natürlich den Pfeil. Keine gute Idee. Oder die Brille mit dem Pfeil, warum auch immer. Nein, das bringt nichts. Gut, jetzt haben wir das ganze Probierer haben wir jetzt erstmal satt. Fragen wir nochmal Robert. Psst. Hey, Flückengesicht. Hier drüben. Und es geht wieder los. Ja, ich kann das Video überspringen, denke ich mal. Was war das? Ich sehe dich vielleicht. Ja, okay. Wir haben da hinten Moos. Kann man damit mit dem Moos irgendwas machen? Wir kommen nicht mal rüber. Netter Einfall. Aber nett ist nicht gut genug. Dementsprechend müssen wir einfach hier irgendwie hochkommen. Wie kommen wir jetzt bitte hier hoch? Wäscheleine. Nein, das bringt nichts. Ja, stimmt, wenn wir auch nicht mal andersweise rankommen könnten, könnte Robert irgendwas machen. Dieser Trottel. Ich sollte ihn einfach da hängen lassen. Ja, nee, es wäre nicht schlecht, wenn man jetzt irgendwie wechseln könnte. Er schwindet irgendwie so ein bisschen heran, die Wäscheleine erreichen. Oder irgendwas in der Richtung, aber nee, das wird wohl nicht funktionieren. Den Pfeil kannst du wahrscheinlich immer noch nicht rausziehen. Er steckt zu fest. Ich wüsste, wie gesagt, auch nicht, was ich mit einem Pfeil anfangen sollte. Ich weiß auch nicht, was ich mit einer Brille anfangen soll, offen gestanden. Kann man die Brille vielleicht auf Robert werfen? Keine gute Idee. Ja, ich weiß, aber ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, weiter gerade. Das ist ein bisschen dumm. Kriegen wir schon raus. Bis jetzt war das Spiel jetzt nicht so unglaublich schwer, dass ich jetzt nicht wenigstens etwas Hoffnung hegen könnte, dass wir das rauskriegen könnten. Deswegen stell den Moors jetzt weg. Zum Baumhaus. Nein. Schild? Nein. Ich mach einfach mal, ich probier's einfach mal sinnloserweise. Gutes Beispiel von... Ja, bringt nichts, okay. Trockene Stelle. Was soll man mit der trockenen Stelle machen? Wir müssen irgendwas mit der trockenen Stelle machen. Kann ich die Brille auf die trockene Stelle anwenden? Ich weiß nicht, was das bringen sollte. Netter Einfall. Ja. Was könnten wir auf diese... da drauf schmieren? Ja, Moos könnten wir drauf schmieren auf diese trockene Stelle vielleicht. Muss ich mal erst mal ans Moos rankommen. Eine Frage, habe ich hier irgendwas vergessen? Warte mal. Lang geklickt halten, nein, Aussicht haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das Schild haben wir, also die Schildere haben wir, die drei. Hier noch irgendwas, noch ein Schild und noch ein Schild. Nein, gut, gehen wir nochmal hoch. Gucken wir nochmal um, ob ich irgendwas vergessen haben könnte. So, warte mal, wir haben den Pfeil, wir haben den Baum. Ach, können wir vielleicht mit dem Haken an den Baum rangehen? Wir haben die Dinge, die haben wir aber schon gesehen. Robert, das komische Rohr mit der Windmönig. Wir können das Hörrohr mal anschauen, natürlich. Er scheint wirklich sehr schlecht zu hören. Das Ding. Ja, das hat man aber schon gemacht. Probieren wir erstmal das Schilfrohr mit dem Haken. Ups, das Schilfrohr mit dem Haken am Baum aus. Langsam ist es Verzweiflung, oder? Nein, du wirst aber irgendwie versuchen kommen, da hochzukommen. Kann ich das vielleicht rüberwerfen? Gutes Beispiel von. Bringt nichts. Oder die komische Dose. Nicht rumblödel. Wir können also keine Gegenstände tauschen, das ist ein bisschen schade. Kann ich vielleicht das Ding hier reinwerfen? Netter Einfall. Okay. Kann ich, ja. Nicht rumblödeln. Okay. Ich komme nicht daran, mach damit nichts. Warum mache ich damit eigentlich nichts? Heim der Schreiameise. Anscheinend unbewohnt. Ach, unbewohnt auch noch? Ich will es nicht zerstören. Okay. Den Pfeil kriege ich nicht raus. Ich wüsste eigentlich auch nicht, was ich mal den Pfeil sollte. Ich kann auch nicht da raushebeln mit der Brille. Warum auch?
Ja. Nein. Nein. Egal, was könnte man machen mit so einem lupenartigen Gläsern, Brillengläsern? Man kann irgendwas vergrößern, vielleicht irgendwelche Lichtstrahlen bündeln, okay. Dim. Ja, das geht wahrscheinlich nicht. Ich sollte vielleicht nicht seine Aufmerksamkeit erregen. Da hast du wohl recht. In dem Fall gehen wir wieder runter. Und du musst uns irgendwas anderes überlegen. Ich muss wirklich mal überlegen, was wir da machen könnten. Schild. Das Moor ist auch noch da. Warum ist das Moor noch da? Und warum kann ich die Trümmer... Mach damit irgendwas. Das ist nicht mehr zu gebrauchen. Ja, was ist mit der Bremsspur? Mit bloßen Händen kann ich hier nichts ausrichten. Das heißt, du willst damit irgendwas ausrichten. Hey, eine Goldader. Ach nein, what es ist fuck? Nur Sand. Sandader? Sehr feiner, weicher Sand. Fantastisch, das ist genau das, was mir gerade hilft. Nimm das mal. Kann ich so nicht mitnehmen. Der rinnt mir durch die Finger. Dann nimm mal diese kleine komische Dose. Nein, das bringt nichts. Mit der Brille? Ernsthaft? Was zum Henker soll ich damit machen? Ach, warte mal. Nimm ein Tröpfchen Moorwasser und kipp's einer drauf. Wow. Mann! Damit könnte ich... Nein, ernsthaft. Was soll ich damit? Warum machst du nicht, was ich dir sage? Und doch mal Schilfrohr mit... Netter Einfall. Ja, ihr wisst schon. Okay. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen bei dem Mist, den ich hier gerade gemacht habe? Ich muss hab? Dich noch mal was... Muss? Hey. Nein, kannst du nicht. Mir reicht's. Ich gehe jetzt. Ach. Ja, gut. Wir haben jetzt hier eine Sandader. Was genau machst du? Kannst du das... Sehr feiner, weicher Sand. Weicher Sand. Ich nehme mal etwas Wasser. Könnte man daraus eine lustige Paste anrühren? Mit der Brille kannst du nichts machen, nicht wahr? Ja. Nein. Ich habe alle drei Gegenstände dran, damit schon angewandt, die ich habe. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich wüsste auch nicht, warum ich das tun sollte, aber jetzt habe ich es getan. So, Aussicht, bla. Schild, bla. Kannst du das Schild irgendwie runternehmen da oben? Nicht rumblödeln, ich muss... Okay. Ansonsten ist hier nichts gewesen, nicht wahr? Das Schild. Ja, wir haben ja keinen weiteren Gegenstand, deswegen wisst ihr auch nicht, was wir damit machen sollten. Das ist ganz fantastisch. Trümmer, Aussicht, mal, das ist... Also nach meinem Verständnis... Wäre es wohl möglich, dass man hier einen Tropfen Wasser rausnimmt, das dann oder... Wieso kannst du nicht einfach ein bisschen Sand da reinfüllen? Nicht rumblödeln, ich muss die Welt... Ey, ernsthaft? Was sagst du nochmal dazu? Kann ich so nicht mitnehmen. Der rinnt mir durch die Finger. Ich weiß auch nicht, warum du ihn mitnehmen solltest, ehrlich gesagt. Eine Sandader. Eine Frage, wenn ich das Schilfrohr mit dir wieder aus verwende, was bringt das? Nichts natürlich. Ja... Nein. Gut, und das Schilfrohr mit dem Moor, vielleicht liegt da noch irgendwas drin, das kann auch sein. Ist ja allerlei Kram was reingefallen. Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Wer weiß. Wie gesagt, da ist ja allerlei Kram reingefallen. Trümmer, Moor. Kann man dich vielleicht mit dem Schilfrohr mit Haken noch mehr beeindrucken? Wird nicht funktionieren, aber wenn sie es kaputt machen wollen, probieren sie es gerne aus. Schade. Ja, gehen wir nochmal hoch und versuchen nochmal den Robot anzusprechen, weil momentan wüsste ich auch nicht mehr, was ich weitermachen sollte. Wenn das nicht funktioniert, muss ich mir bis nächste Woche mal was Neues ausdenken, nicht wahr? Robot. Psst. Hey, Flötengesicht. Hier drüben. Und wir haben die gleiche Animation wie sonst, auch immer. Was sehr schade. Das? Bringt Wer auch nichts. Immer da ist. Ich sehe dich vielleicht nicht, aber ich kann dich hören. Gut, dann werden wir nächste Woche nochmal versuchen, rauszufinden, was wir noch alles machen können. Wir können nichts miteinander kombinieren, oder? Netter Einfall. Ja. Einfach so pro forma? Nein, das bringt nichts. Okay. Wir können damit nichts machen. Ich brauche keine Brille. Und auch damit nichts machen. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Entschuldigung, jetzt ich kann nicht aufhören, solange ich noch so ein bisschen so ein Rätsel, also solange ich einen Fortschritt gemacht habe. Es war gerade ein Fortschritt. Der Haken ist also wieder einzeln. Kann ich das Schilfrohr verwenden mit der Ader? Gutes Beispiel. Okay. Kann ich... Nicht rumblödeln. ...das irgendwie kombinieren? Gutes Beispiel. Nein. Kann ich den Haken wahrscheinlich auch nicht.
Ernsthaft? Das will ich mit dem Haken eigentlich einzeln machen jetzt. Kann ich das Schilfrohr vielleicht mit dem Moor verbinden? Was soll das bringen? Soll ich es umrühren? Ja. Oder den Haken mit dem Moor. Netter Einfall. Aber... Ja, okay. Gut, wie gesagt, wir sind immer noch genauso weit wie vorher. Wir sehen uns also nächste Woche wieder, wenn ich versuche, weiter hier wild rumzuklicken und vielleicht einen Geistesblitz oder dessen bekommen habe. Bis denn dann. Ciao. Tschüss.